Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel verstärkt seine Angriffe auf den von der Terrororganisation Hamas beherrschten Gazastreifen. Am frühen Abend nahm bereits der Beschuss aus der Luft zu. Ein Militärsprecher kündigte an, in der kommenden Nacht auch den Einsatz von Bodentruppen auszuweiten. Bisher waren israelische Soldaten nur zu vereinzelten Operationen in den Gazastreifen eingerückt und stets wieder zurückgekehrt. Der Gazastreifen in der vergangenen Nacht. Erneut Bodentruppen auf Teilen des Gebietes, flankiert von Kampfflugzeugen und Drohnen. Das israelische Militär veröffentlicht heute Videoaufnahmen. Sie sollen die Ziele zeigen, etwa Tunnel und Abschussrampen der Hamas. Außerdem will das israelische Militär belegen, dass sich unter dem größten Krankenhaus eine Hamas-Kommandozentrale befindet. Die humanitäre Lage wird indessen immer dramatischer. Die Zahl der Toten steigt weiter, laut des Hamas-geführten Gesundheitsministeriums auf über 7.000. Hilfsorganisationen warnen. Bald werden noch viel mehr Menschen wegen der Abriegelung sterben, denn die Grundversorgung bricht zusammen. Es fehlt an Medikamenten, Nahrung und Wasser. Die Straßen sind voll mit Abwasser. Gaza steht vor einer massiven Gefahr für die Gesundheit. Krankheiten drohen. Laut jüngsten israelischen Angaben sollen 229 Geiseln im Gazastreifen gehalten werden. Von dort beschießt die Hamas Israel weiterhin mit Raketen. Die meisten fängt der Raketenschutzschirm ab. Bei einem Einschlag in Tel Aviv kommt es dennoch zu 3 Verletzten. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Israel hat für die kommende Nacht eine, so wörtlich, Ausweitung der Operationen seiner Bodentruppen im Gazastreifen angekündigt. Was wissen Sie darüber? Seit 2 Wochen gibt es immer wieder gezielte Operationen des israelischen Militärs im Gazastreifen, auch mit Bodentruppen. Die scheinen sich jetzt zu intensivieren. Verschiedene Medien berichten, dass Bodentruppen im Moment im Gazastreifen sind. Das Handynetz scheint aber ausgefallen zu sein und wir können aktuell keinen Kontakt mit unserem Team vor Ort im Gazastreifen aufnehmen. Was bedeutet das denn jetzt für das Schicksal der fast 230 Geiseln in der Hand der Hamas? Die Angehörigen der Geiseln befürchten, dass eine groß angelegte Bodenoffensive, das Leben der Geiseln weiter gefährden könnte und auch die Möglichkeit für Verhandlungen verschließen könnte. Dieses Thema Bodenoffensive spaltet die israelische Gesellschaft sehr. Viele sagen auch, dass man eine Bodenoffensive braucht, um die Hamas wirklich zu zerschlagen. Wir können zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich diese groß angelegte Bodenoffensive ist oder es bei gezielteren Aktionen bleibt. Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Israel hat die Forderung der Europäischen Union nach Feuerpausen im Gazastreifen zurückgewiesen. Hilfe für die Zivilbevölkerung sei dennoch möglich, sofern sie nicht in die Hände der Hamas-Terroristen gelange, erklärte das israelische Außenministerium. Der EU-Gipfel in Brüssel hatte nach kontroverser Diskussion eine gemeinsame Erklärung angenommen, in der von humanitären Korridoren und Pausen für humanitäre Zwecke die Rede ist. Hier lag's nur an der Uhrzeit. 1.05 Uhr heute Nacht, Pressekonferenz, schwierige Themen und die Kommissionschefin für einen Moment abgelenkt. Ich habe vergessen, worum es ging. Es ist zu spät, ich bin zu müde. 2 Fragen auf einmal sind jetzt zu viel für mich. Politisch soll genau das der EU nicht passieren. 2 Kriege gleichzeitig fordern die Regierungschefs. Sie wollen die Ukraine unterstützen und eine Haltung zum Konflikt im Nahen Osten finden. Letzteres geschah nach vielen Stunden mit der Forderung nach so wörtlich humanitären Pausen für Hilfslieferungen nach Gaza. Einen Waffenstillstand fordern, das ging nicht nur dem Kanzler zu weit. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und das ist etwas, was auch gemeinsam vom Europäischen Rat festgehalten worden ist. Doch Einzelne äußern kurz danach deutliche Kritik. Spaniens Regierungschef bezweifelt, dass sich Israel an internationales Recht hält. Ich glaube, das ist ein legitimer Zweifel, wenn man die Bilder sieht von Leiden und Vertreibung von mehr als 1 Million Menschen im Gazastreifen. Grundsätzliche Einigkeit mit Abweichlern,
Das gilt auch für die Unterstützung der Ukraine. Dem zugeschalteten Präsidenten Selenskyj sichern die Regierungschefs spezielle Hilfe für den Winter zu: Stromgeneratoren, mobile Heizstationen. Zudem soll sein Land in den nächsten Jahren bis zu 70 Milliarden Euro bekommen. Aber Ungarns Regierungschef, der kürzlich noch Putin die Hand schüttelte, bremst. Und nicht nur er. Von uns wird es nur humanitäre Hilfe geben, aber keine militärische. Die Ukraine ist auf allen Ebenen korrupt. Und dennoch, der Kanzler ist sich ziemlich sicher, dass die Hilfe am Ende kommt. Während auf dem EU-Gipfel über finanzielle Hilfen diskutiert wurde, gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Insbesondere im Osten des Landes, bei Avdijewka. Die Stadt liegt bereits seit 2014 an der Frontlinie. In den vergangenen Tagen haben die russischen Truppen dort ihre Angriffe verstärkt. Auf beiden Seiten gibt es hohe Verluste. Rettungssanitäter der ukrainischen Streitkräfte nahe Avdijewka. Sie warten auf den nächsten Einsatz. Seit ein paar Wochen ist die Stadt im Donbass heftig umkämpft. Ein brutaler Abnutzungskrieg. Die meisten Verletzungen sind Splitterwunden an den Gliedmaßen am Kopf. Das sind die schwierigsten Fälle. Sonst gibt es nicht so viele Verletzte wie jetzt gerade. In Avdijewka, sagen uns Soldaten, ist es so heftig wie zuletzt in Bachmut. Russland setzt alles daran, die Stadt einzunehmen. Das bedeutet viele Tote und Verletzte. Mach dir keine Sorgen, weil ich deine Augen verbinde. Ich mache das, damit es nicht blutet. Kannst du normal atmen? Allein gestern habe man mehr als ein Dutzend russische Sturmangriffe abgewehrt, sagt die ukrainische Armee. Jeden Tag würden hunderte russische Soldaten sterben, wird viel russische Militärtechnik zerstört. Ungeachtet dieser Verluste greifen sie weiter die Stadt an. Es gibt jetzt mehr Angriffe. Ich kann nicht sagen, dass es die vorher nicht gab, aber sie scheinen es hier gerade sehr, sehr ernst zu meinen. Von der Industriestadt ist kaum noch etwas übrig. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs lebten rund 30.000 Menschen in Avdijewka. Jetzt, sagt die Stadtverwaltung, sind es noch etwa 1.600. Die meisten leben in den Kellern ihrer völlig zerstörten Häuser. Es ist gerade an vielen Frontabschnitten schwierig, aber speziell in Avdijewka. Ja, das ist jetzt wohl der gefährlichste Punkt. Der ukrainische Präsident Selenskyj betont, trotz der heftigen Angriffe halte die ukrainische Armee weiter die Stellung. Das Bundesinnenministerium hat eine erste Bilanz der stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz vorgelegt. Innerhalb von 10 Tagen sind demnach 3.700 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Die Bundesregierung plant mit den festen Grenzkontrollen vorerst bis Mitte November. Weitere Verlängerungen sind möglich. Innenministerin Faeser hatte erklärt, man wolle damit irreguläre Zuwanderung und Schleuserkriminalität bekämpfen. Die Bundesregierung hat Gespräche mit dem Energietechnikkonzern Siemens Energy über Bürgschaften bestätigt. Diese seien intensiv, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Die Windenergiesparte von Siemens Energy macht trotz guter Auftragslage hohe Verluste. Ohne Garantien könnte das Unternehmen womöglich keine neuen Großaufträge mehr annehmen und so noch weiter in Schieflage geraten. Windräder. Ein Geschäft, mit dem Siemens Energy Probleme hat. Konkret mit der Tochter Gamesa. Für bestimmte Windkraftanlagen werden keine Aufträge mehr angenommen, hieß es gestern. Weitere Milliardenverluste drohen. Nun verhandelt das Münchner Unternehmen mit der Bundesregierung über Bürgschaften in Milliardenhöhe, weil die Banken zögern. Das bestätigt heute der Bundeskanzler in Brüssel. Siemens Energy ist ein ganz wichtiges Unternehmen. Das steht außer Frage. Und ansonsten ist es so, dass ich Ihnen hier berichten kann, dass wir in sehr guten und vertraulichen Gesprächen miteinander stehen, wie sich das gehört. Gewinne privatisieren, Verluste verstaatlichen. Wirtschaftsexperten sehen das kritisch. Möglicherweise müssen die Banken dann Bürgschaften bereitstellen oder sie müssen auf eigene Forderungen verzichten. Es geht nicht, dass man zuerst zum Staat geht und der Steuerzahler dann zahlen soll. Auch Siemens stünde in der Verantwortung, nicht rechtlich, aber politisch. Doch der ehemalige Mutterkonzern und Anteilshaber ist zurückhaltend. Wir werten die Ad-hoc-Mitteilung von Siemens Energy aus und warten auf die Details, auf die sie sich bezieht. Wie bereits in der Vergangenheit betont, werden wir unsere Entscheidungen im Einklang mit den Interessen der Siemens AG und ihrer Aktionäre treffen. Die Aktionäre von Siemens Energy haben gestern reagiert und viele ihrer Anteile verkauft. Der Kurs brach um bis zu 40% ein. Unnötig, sagen Experten.
Die Garantien sind da, um das Geschäft zu garantieren. Es heißt aber nicht, dass Siemens Energy irgendwie in Kapitalnot ist. Also wie gesagt, diese Ad-hoc-Mitteilung war so unglücklich formuliert, dass der Markt dachte, jetzt ist, brennt es bei Siemens Energy. Und das tut's nicht. Siemens Energy hat momentan Aufträge in Höhe von 110 Milliarden Euro. Und die müssen abgesichert sein, wie bei Langzeitprojekten üblich. Dafür muss der Konzern wieder Vertrauen gewinnen. Bei den Banken und den Anlegern. In Nordrhein-Westfalen stehen drei Jugendliche im Verdacht, in der Nacht zu gestern einen Obdachlosen in Hornbad Meinberg getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Detmold mitteilte, wurden ein 14- und zwei 15-jährige Schüler am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftlich begangenen Totschlag. Die Jugendlichen sollen ihr Opfer mit Faustschlägen und einem Messer attackiert, die Tat gefilmt und später ins Netz gestellt haben. Begleitet von Diskussionen über die Auswirkungen auf Umwelt und Klima startet an diesem Wochenende der Skiweltcup. Der Beginn der alpinen Rennsaison findet traditionell in Sölden in Österreich auf dem Rettenbachgletscher statt. Umweltschützer werfen dem Veranstalter vor, bei der Vorbereitung der Rennstrecke den ohnehin vom Klimawandel bedrohten Gletscher noch zusätzlich beschädigt zu haben. Pünktlich zum Beginn des Skiweltcups ist der Rettenbachgletscher in Sölden zumindest ein wenig überzuckert. Noch am Mittwoch konnte man deutlich sehen, unter welchen Bedingungen die Rennstrecke ins Gelände gebaut wurde. Bilder von Greenpeace zeigen, wie bereits im Frühjahr an der Gletscherkante gebaggert wurde. Für die Piste wurden laut der Umweltschutzorganisation auch Teile des Gletschers abgetragen und gesprengt. Der Chef der Seilbahnen und Organisator des Skirennens verteidigt die Arbeiten. Wir haben ja heuer im Frühjahr dann diese Reinigung am Gletscher gehabt, weil eben die Gletscher zurückgehen, schmelzen. Da waren dann Steine, Felsen, Geröll freigegeben. Und das haben wir schon alleine aus Sicherheitsgründen und auch eben die Piste für den Publikumsskilauf über viele Monate bereitstellen zu können gemacht. Doch die Kritik am frühen Start der Rennsaison wird lauter. Wenn natürlich ein Schnee da ist, dann lässt sich ja die Präparierung der Piste wesentlich einfacher machen. Ich glaube, das spricht absolut dafür, diesen Start nach hinten zu verlegen. Auch prominente Skisportler wie Felix Neureuther oder Michaela Schifrin sprachen sich für eine Verschiebung aus. Die Vorjahresgesamtsiegerin stellte den frühen Starttermin in Frage. Zitat: Bis zu welchem Grad sollen wir unsere Umwelt an einen Zeitplan anpassen, den wir haben wollen? Oder sollten wir unsere Zeitpläne an die Umwelt anpassen? Der Druck auf den Skiweltverband FIS wächst. Und der österreichische Skiverband denkt bereits über einen späteren Rennstart in der Zukunft nach. Ich glaube auch, dass wir die kommerziellen Aspekte nicht ganz hinten anstellen können. Wir müssen aber abwägen, was in der jetzigen Zeit sinnvoll ist und was umsetzbar ist. Bis morgen wird hier alles fertig sein. Dann soll er wieder anlaufen, der milliardenschwere Skizirkus. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat in der Nations League zum zweiten Mal gewonnen. In Sinsheim wurde Wales mit 5:1 bezwungen. In dem Wettbewerb geht es auch um die Qualifikation für das olympische Fußballturnier im kommenden Jahr in Paris. Horst Rubesch startet mit einem Sieg in seine zweite Amtszeit als Interims-Bundestrainer. Sein Team beginnt gut gegen Wales. Nach einigen vergebenen Chancen das 1:0 durch Lea Schüller in der 25. Minute. Die Gastgeberinnen gegen die Gruppenletzten weiter überlegen. Bei einem seltenen Angriff aber gelingt den Waliserinnen der überraschende Ausgleich kurz vor der Pause. In der zweiten Hälfte die Deutschen sehr energisch. Dallmann, Schüller und die Münchnerin trifft in der 46. Minute erneut. Viele Chancen in der Folge, aber erst ein Foul-Elfmeter, ausgeführt von Julia Gwynn, bringt das 3:1. In der 86. Minute erzielt Sjöke Nüsken das 4:1. Ein Auftritt mit viel Spielfreude, gekrönt von Nicole Anjomis 5:1 kurz vor Schluss. Deutschland kann weiter auf die Olympia-Qualifikation hoffen. Weiter geht's am Dienstag auf Island. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 28. Oktober. Wechselhaft und teilweise windig bis stürmisch geht's ins Wochenende. Dabei bleibt es mild. An den Alpen sind dank Föhn sogar um 20 Grad möglich. Im Norden regnet es heute Nacht sonst teils wolkig, teils klar. Von Südwesten breiten sich einige Schauer aus.
Am Tag gibt's viele Wolken, gelegentlich etwas Sonne, hier und da wird es nass, am häufigsten Richtung Ostsee. In Alpennähe sorgt der Föhn für mehr Sonnenschein und es bleibt dort meist trocken. Entlang des Rheins heute Nacht um 10 Grad, im südöstlichen Bergland nur niedrige einstellige Werte. Im Süden morgen 16 bis 17, an der See und in einigen Berglagen um 10 Grad. Im Süden am Sonntag freundlich, trocken und sehr mild, sonst weiterhin wechselhaft und vor allem in der Nordwesthälfte sehr windig. In der neuen Woche ändert sich an dem unbeständigen und milden Wetter erstmal wenig. In den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Alina But geht es um die umstrittenen Positionen von Fridays for Future International und die Frage, wie die Bewegung zum Nahostkonflikt steht und wem gehört der öffentliche Raum? Antworten des Künstlers Otto Hayek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.